Was bisher geschah. Nach dem herben Rückschlag in der vorletzten Episode baute der Protagonist Prezzen sein Team neu auf. Diddy das Panferno, Dark of Dead das Absol und Bonsai-Ding das Bidifas sollten ihn wieder auf die Gewinnerspur treiben. Nachdem der Trottel endlich herausgefunden hatte, dass er nach Fleetburg musste, kam es zu einem Kampf gegen ein Landhorn. Da wir es bekanntlich mit einem Trottel zu tun haben, starb Bonsai-Ding, ein Wasser-Pokémon, gegen ein Elektro-Pokémon, weil er sich einfach dachte, dass Bidifas gegen Landhorn sich setupen kann. Der Typ ist einfach genial. Wird diese Genialität nun auch in Fleetburg wieder auftreten? Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part der Pokémon Bloody Platin Egglock. Wir finden uns hier in Richtung Fleetburg und ja, im letzten Part ist wieder was Gutes passiert. Ihr habt sowieso schon im Intro gesehen, aber ich erkläre es trotzdem nochmal, denn ja, Bonsai-Ding, wo bist du hin? Du bist ja auf einmal gestorben, wie ist das denn passiert? Ja, so viel dazu. Weiteres habt ihr im letzten Part gesehen. Und nun geht's auf nach Fleetburg. Ich habe noch keinen Ersatz, denn ich möchte jetzt erstmal ja, vielleicht noch ein neues Pokémon fangen und dann eben was Cooles dafür bekommen und so weiter und so fort. Vielleicht bekommen wir irgendwas, was hier schön reinpasst und dementsprechend warte ich noch auf die nächste Tour an Eiern. Und an Eier, nicht an Eiern. Und deswegen habe ich leider gerade kein volles Team, aber ich denke mal trotzdem, dass wir es bis nach Fleetburg noch schaffen sollten, ohne hier groß zu sterben. Und ich sollte Timo mal nicht die ganze Zeit vorne lassen. Es ist schon auf Level 60, es hat genug Erfahrungspunkte bekommen. Wieso greife ich das Ding mit Kreuzschere an, könnt ihr euch vielleicht fragen, weil ihr vielleicht ganz kurz gedacht habt, dass Granbull vom Feentypus ist, aber nein, Mann. Hier noch vom Normaltypus. Aber wahrscheinlich wart ihr alle schon schlau genug und habt euch gedacht, nee, das wusste ich eigentlich. Was redest du da wieder Present für einen trottlige Sachen, so. Auf jeden Fall kannst du kein Deutsch, das haben wir schon vor langer Zeit gelernt, deswegen solltest du eigentlich auch keine YouTube-Videos machen, denn dein Deutsch ist schrecklich. Eigentlich ja nicht, aber vor allem, wenn ich Videos mache, baue ich super viele Fehler ein. Und ich höre es immer wieder und denke mir jedes Mal, was redest du da, Present aus der Vergangenheit? Bist du das? Bist du das wirklich? Weil eigentlich dachte ich, dass du dich ein bisschen besser ausdrücken kannst, aber anscheinend nicht. So, warte mal. Route 218 ist aber neu. Oder ist das auch diese Wasserroute? Wir schauen einfach mal direkt nach, denn ich glaube, dass es auch die Wasserroute ist, also zur Wasserroute da gehört, wo wir ja schon mal einen Pokémon gefangen haben. Ja, und das ist auch leider alles dasselbe. Das heißt, das ist keine neue Route für uns. Aber hier gibt es immer einen Trainer und die werden wir dann auch schön besiegen. Und ich sollte immer noch Timo von vorne wegpacken. Das wäre vielleicht eigentlich ganz schlau. Vor allem, weil wir jetzt dieses Ding hier vor uns haben. Aber ich denke nicht, dass es eine Kraftreserve Feuer haben wird. Also können wir einfach auf Kreuzschere gehen. Ich hatte gerade kurz Angst, dass es, wie heißt es ja, diese Attacke, die Beuterus im letzten Part eingesetzt hat. Metallstoß, war das so? Also Konter und Spiegel Cave vereint ist, als er Spiegelsalve eingesetzt hat. Aber es war es ja nicht. Oder das war es ja nicht. Und jetzt kommt dieses Ding rein und das ist schon ein bisschen gefährlicher. Denn Donnerblitz wird ein bisschen Schaden machen, aber geht auf Magnetflug. Und ich kann halt nicht rauswechseln wegen Magnet Pull. Und die Genauigkeit sieht halt auch noch, was ein bisschen blöd ist. Können wir doch rauswechseln, weil er doch keinen Magnet Pull hat? Nee, leider nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass wir hintereinander ein paar Mal treffen und ihn dann schön mit Kreuzschere besiegen. Die Genauigkeit ist halt gedroppt und das ist ein bisschen nervig. Komm schon, irgendwann müssen wir noch treffen. Ah, Mann, jetzt müssen wir noch einen Übertrank verbrauchen und wir haben gar nicht mehr so viele. Was etwas blöd ist, und Blitzkanone hat auch leider eine 100%ige Parachance. Das ist ziemlich blöd. Komm, wir müssen jetzt durchkommen, auch wenn die Genauigkeit gesenkt wurde und natürlich wir auch noch gepaart sind. Ja, wir werden einfach mal einen Hyperheiler einsetzen, denn so wird es schon mal ein bisschen leichter, dieses Monster hier zu besiegen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt hier mit der allerletzten Kreuzschere noch durchkommen, vielleicht irgendwie. Ach, das reicht halt noch nicht mal. Wir müssen jetzt hier eigentlich nochmal hochheilen, denn eine weitere Spiegelsalve kann mit einem Crit ausreichen und deswegen heilen wir lieber mal zur Sicherheit und gehen jetzt hier auf Ruckzucki, denn das ist, ja, das ist halt auch noch, was wir haben, ne? Kreuzschere ist weg und Eisenschädel wird vierfach resistiert, also RIP und ernsthaft noch Magneton, ich hasse dich doch. Ah, ich hasse dich, kann halt auch nicht mal auswechseln. Wir müssen auf Schwertanz gehen, ich glaube, das ist meine einzige Chance jetzt hier, weil tausendmal Moves nicht zu treffen ist halt super schlecht. Und ich werde hier wieder hochheilen müssen, was etwas blöd ist, denn er macht mir super viel Damage. Ich kann auf Flinches hoffen. Und natürlich geht Eisenschädel daneben. Das Problem ist gerade wirklich, ja, ich habe gerade ein Problem. Ich habe gerade ein großes Problem sogar.
Habe ich eine Top-Genesung? Nein, habe ich nicht. Das ist ziemlich blöd. Diese Fähigkeit ist super blöd. Vor allem mit der Kombination, dass ich nicht rauswechseln kann. Das ist super dumm. Komm, Eisenschädel bitte. Ach ja, das bringt ja noch nicht mal, ihn zu flinchen, weil wir ja durch die Para langsamer sind. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht wieder einen Hyperheiler benutzen. Denn in der Zeit besiegt er mich sonst mit Ladungsstoßen. Jetzt muss ich hoffen, dass ich durchkomme, sonst ist RIP. Okay. Okay, das war super viel Glück. Wobei es auch vorher super viel Pech war, um ehrlich zu sein. Das war nämlich richtig viel Pech, was wir davor hatten. Ach, komm schon. So, dann werden wir jetzt hier erstmal kurz zurück nach Jubelstadt gehen. Denn ich möchte nicht, dass wir noch in einen Kampf verwickelt werden. Und ich werde, beziehungsweise kann ich einfach Timo... Ja, ich lasse einfach Timo... Oder? Nee. Ich mach's schlau. Oder mach ich's... Ich mach's nicht schlau. Ich gehe einfach weiter. Ich glaube, wir sind hier direkt vor Fleetburg, oder? Da ist auch jetzt so ein Typ. Oh, jetzt sag nicht, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Professor Albus Assistent und der Vater von Lucia. Der Professor hat mich gebeten, einen Pokédex zu aktualisieren. Okay, kann ich machen. Was macht er jetzt? Klick, klick. So, das war's schon. Und jetzt ist er auf dem neuesten Stand. Jetzt kann ich mir Bilder von männlichen und weiblichen anschauen. Okay, aber sonst auch irgendwas? Nicht? Okay, cool. Dann können wir jetzt hoffentlich nach Fleetburg gehen und uns schön hochheilen und uns Items kaufen. So, das ist gut. Denn jetzt gehen wir erstmal... Ach komm, wir gehen direkt erstmal in den Supermarkt rein. Und kaufen uns ein paar schöne Items, denn wir brauchen ganz dringend Items. Ihr seht es. Und wir können auch ganz viel verkaufen. Das machen wir auch gleich mal. So, dann kaufen wir uns mal 25 Hypertränke. Wir haben das Geld, also wieso auch nicht verbrauchen. Und dann kaufen wir uns auch mal ein paar Topschutze. Und vielleicht noch ein paar Hyperbälle. Und sonst fällt mir gerade nicht wirklich viel ein, was wir noch brauchen könnten. Wir können halt jetzt noch Sachen verkaufen. Warte mal, ich kaufe noch mal ein paar mehr Hyperbälle. Das reicht mir nicht. Und danach schön verkaufen. Und zwar müssen wir jetzt hier noch einiges haben. Denn wir haben hier noch, warte mal, wo ist das denn? Wo ist das denn? Indigo-Stück. Nee, das bringt nichts. Also das wird, ist jetzt kein seltenes Item oder so. Das könnten wir halt noch irgendwie gebrauchen. Mal gucken. Vielleicht irgendwie eintauschen für irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Wo ist das? Genau, Sternstück müsste nämlich vom hohen Wert sein. Und ja, genau. Das kann man einfach verkaufen. Das hat sonst keinen Grund. Also, es bringt halt sonst nichts. Das wiederum ist jetzt nicht von hohem Wert. Wahrscheinlich trotzdem, aber eben jetzt nicht nur dafür gedacht. Und irgendwas haben wir doch hier noch zum Verkaufen. Nee, bei der Medizintasche, genau. Da haben wir noch ganz viele Sachen zu verkaufen. Und zwar Zink, Carbon, AP Plus werde ich mal behalten. So was wie Zink und Carbon brauche ich jetzt nicht wirklich. Feuerheiler, gut, das behalten wir mal. Wobei, komm, können wir auch verbrauchen. Auch wenn es nicht viel Geld gibt. Wir haben genug Hyper... Wobei, wir haben nur vier Hyperheiler. Okay. Gut zu wissen. Dann ändern wir das auch gleich mal. Natürlich die 4 Beleber und die 4 Gegengift. Und danach werde ich direkt mal... Ich denke mal 15 Hyperheiler kaufen. Und dann war es das, glaube ich, auch mit der Shopping-Tour. 15 Stück, das sollte passen. Und dann haben wir jetzt hier schön... Also gut... eingekauft, wir haben schöne Sachen gehabt und schöne Zeiten und ja, was rede ich hier wieder? Wir gehen jetzt erstmal ganz schnell aufheilen, bevor hier irgendwie ein Rivalenkampf oder so stattfindet und ich total unvorbereitet bin. Denn darauf habe ich, um ehrlich zu sein, keine Lust. Und dann sind wir ganz gut hier dabei. Dann packen wir mal das Glücksei auf den guten Dark of Dead. Immer noch Dark of Death, aber wie gesagt, ne, Dark of Dead passt ja nur rein. Und dann geben wir ihm mal das Glücksei und tauschen ihn mal mit Jerry, damit er an erster Stelle steht. Und dann sollte das eigentlich ganz gut sein. Dann können wir jetzt eigentlich hier ein bisschen Fleetburg erkunden. Denn Fleetburg kenne ich nicht. Also ich kenne es, aber ich war da noch nie. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie so weit gespielt. Was meinst du? Bin ich? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin der Attackenverlerner. Nee, das will ich, um ehrlich zu sein, gerade nicht. Vielen Dank für die... dieses nette Angebot. Aber, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt doch ganz coole Attacken. Doch, doch. Also bitte lass mich mal in Ruhe. Irgendwo weiter in der Meer, bla. Okay, da ist gar nichts für mich. Bekomme ich irgendwas von dir vielleicht? Ja, tatsächlich, TM48. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier ein bisschen darum zu gehen. Und Wertewechsel, das wiederum lohnt sich nicht wirklich, denn das ist keine gute TM. Die lohnt sich halt wirklich null. Also wirklich 0,00. Wir schauen mal, ob wir noch irgendwelche coolen TMs hier haben, die wir vielleicht auch auf Pokémon raufpacken können. Aber ich sehe gerade nichts auf Anhieb, was ich jetzt gerade interessant finde für ein Pokémon aus unserem Team, was ich jetzt hier nehmen möchte. Ableitieb könnte man natürlich raufpacken auf unser... Wobei, kann Ableitieb
Panferno kann gar kein Ableitiv erlernen, oder? Ich erzähle, glaube ich, gerade Mist. Genau. Aber sowieso, Nahkampf ist einfach besser. Wir wollen den Damage, wir wollen jetzt hier uns nicht gegenheilen, denn Panferno ist ja sowieso nicht das bulkigste Pokémon überhaupt. Es will eher Schaden machen, anstatt dass es ganz viele Hits abfängt und so weiter. Und ich wusste doch, dass ein Rivalenkampf kommt, oder? Habe ich recht? Ist das ein Rivalenkampf? Bestimmt, oder? Das war einfach so klar. Mit meinem Nigelnagel neuen Orden. Ja, ich wusste es einfach. Gut, dass ich schlau bin. Nein, das darf ich nicht sagen. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Das war total dumm. Jetzt passieren nämlich blöde Sachen. Das war total dumm von mir. Ich sehe nämlich gerade das Level von ihm. Level 62. Ich bin nicht schlau. Können wir bitte diesen Part hier nochmal neu machen? Also ich das alles wieder zurückspulen. Ich trainiere nochmal schnell 50 Level. Und dann versuchen wir es nochmal vielleicht. Ach, das wird lustig. Das wird sehr lustig, aber wir haben immerhin für Magbrand einen schönen Switch-In. Wir riskieren die Feuerattacke vierfach und können jetzt hier auf Surfer gehen und das könnte auch in der Theorie reichen, sollte es eigentlich auch. Ich habe doch das Wahlglas drauf, oder? Hier ist noch das Wahlglas drauf, soweit ich weiß. Und damit ist Magbrand schon mal weg. Die Frage ist nur, was er jetzt reinholt, denn ja, das wird lustig. Dragoran auch noch. Yay! 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 Was mache ich jetzt hier? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gute Frage. Wir gehen. Kann ich überhaupt. Habe ich kein Wahlglas? Also doch, ich habe ein Wahlglas drauf. Okay. Ja, gute Frage. Was wechseln wir jetzt hier in Dragoran rein? Weil wenn es einen Drachentanz einsetzt, dann zerstört es eigentlich so ziemlich mein ganzes Team, wenn ich das gerade richtig sehe, oder? Wobei eigentlich. Kann ich in Timo reingehen? Was kann ich nur dagegen machen? Ich kann Eisenschild drücken. Doch, doch, ich glaube, das passt. Ich glaube, ich gehe in Timo rein und. Selbst wenn er einmal Drachen tanzt, ich werde ein Erdbeben dann tanken. Wutanfall tanke ich auf jeden Fall durch die Resistenz und das sollte passen. Gut, und das ist Schaden, aber es ist auch nicht so viel Schaden. Das ist auf jeden Fall handelbar. Wir gehen direkt auf den Eisenschädel, um die Multischuppe anzuknacksen, denn dann ist die schon mal weg. Und dann heilen wir uns gleich mal gegen, denn noch ein Wutanfall kann auf jeden Fall mit einem Crit mich besiegen oder wird mich mit einem Volltreffer besiegen. Und ich will jetzt hier auch nicht darauf hoffen, dass er sich in der Verwirrung selber trifft, logischerweise. Deswegen heilen wir uns hier einmal schnell hoch. Und ich frage mich, wie man dieses Spiel durchbekommen könnte, ohne sich zu overleveln und mit einer Itembegrenzung von einem Item oder vielleicht sogar gar kein Item pro Kampf. Denn selbst wenn man auf demselben Level ist wie der Gegner, ich glaube nicht, dass man es schaffen kann, oder? Okay, man kann es schaffen, man kann es natürlich schaffen, aber das ist super, super schwer. Denn ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie ich hier ohne Tränke hier Hilfe, danke für den Crit, hier etwas machen könnte gegen ihn. Denn dann würde, wäre schon schwierig. Gut, ich bin jetzt auch ein bisschen unterlevelt, bisschen ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben. Ich bin schon ziemlich stark unterlevelt, aber trotzdem. Ich glaube, selbst wenn wir auf demselben Level wären, wäre es immer noch sehr, sehr schwer. Da können wir jetzt erstmal Drachenpuls für Windhose reinpacken, das ist schon mal sehr gut. Endlich einen schönen weiteren Step und vor allem der erste schöne Drachen-Step. Und Ippagato kommt auch noch rein, Level 66, als wären wir hier nicht schon auf einem hohen Level. Packen wir nochmal Ippagato auf Level 66 raus. Yay, ich hoffe er geht auf Kaskade und geht nicht auf sowas wie Knirscher, Nassschweif. Wie viel Schaden machst du nach Schweif? Okay, du machst 0,0 Schaden. Das ist schön. Wir gehen auf Drachenpuls, Wahlglas und das sollte eigentlich ein Two-Hit-KO sein, oder? Ich denke schon. Und ich denke, dass wir auch einen Knirscher eigentlich noch abfangen sollten, auch wenn wir 9 Level drunter... Ach, Fuchtler. Bitte critte mich nur nicht. Bitte kein Crit. Okay, das macht weniger Schaden als gedacht. Ein Crit hätte uns auch nicht besiegt und wir sollten jetzt hier ohne Probleme mit dem weiteren Drachenpuls besiegen. Bitte, bitte. Ja, kein Min-Max-Roll, weil ich hatte tatsächlich gerade ein bisschen Angst, dass es am Ende noch ein Fuchtler kommt, wenn wir die Min-Roll bekommen und das uns dann critten könnte und das wäre dann ein bisschen blöd gewesen, logischerweise. So, Panzer-Eron kommt rein und... Was machen wir dagegen? Doch, eigentlich Jerry, doch. Ich würde mich erstmal so sagen, Moment, was machen wir dagegen? Panferno, das Pokémon, was es sehr effektiv trifft, kann ich wirklich auf eine Flugattacke reinkommen, aber wir haben natürlich noch Jerry und Jerry sollte sehr gut mit Panzer-Eron klarkommen. Wir gehen hier direkt auf den Flammenblitz und hauen ihn eigentlich direkt auf die Robustheit runter, die er wahrscheinlich hat. Oder hat Panzer-Eron Robustheit in der vierten Gen? Ich denke schon, es wäre ja komisch, wenn nicht. Und tatsächlich überlebt er das. Gut, wir sind auch einige Level unter ihm, aber trotzdem... Nachthieb crittet uns auch nochmal, das ist doch super toll. Will ich es riskieren, dass Turbo-Tempo aus irgendeinem Grund nicht reicht? Nein, will ich nicht. Wir sind auch schneller, ich weiß, aber am Ende gewinnt er aus irgendeinem Grund einen Speed-Teil oder hat die Flinkklaue, man weiß ja nie. Deswegen heilen wir direkt mal sicher, ist sicher mal auf.
Und er geht auch auf den Top-Trank, also ist es sowieso egal. Wir gehen mal auf Turbo-Tempo, schauen, wie viel Schaden das macht. Und knacksen somit seine Robustheit an, die er wahrscheinlich hat. Und gehen jetzt auf Flammenblitz und besiegen ihn trotzdem nicht. Aber Turbo-Tempo reicht von der Range auf jeden Fall. Und damit ist Panzer Aeron schon mal weg. Und was hat er jetzt noch in seinem Team? Ein Vilje. Das Pokémon hat Antikraft. Davor sollten wir Angst haben. Also wechseln wir hier direkt mal raus, oder? Wechseln wir hier raus? Natürlich sollten wir hier rauswechseln in Diddy. Denn Diddy wird eine Antikraft tanken können. Und auch eine zweite, denke ich mal. Und wir können uns jetzt hier erstmal gegen Estine und dann Nahkampf drücken und ihn besiegen, oder? Ja, easy. War ja schon ein bisschen zu easy. Der erste richtige Auftritt von Diddy mit dem Lebenorb, weil ich brauche trotzdem den Damage, auch wenn, ich weiß, auch wenn Chromes durch Lebenorb geschaut ist, ich brauche diesen Damage. Sonst wird das hier schwierig. Ja, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Ein kleines bisschen, Timo? Ernsthaft? Nein, Spaß. Wie immer. Na und? Wie immer, habt ihr gehört? Ich bin immer besser als Timo. Aber hör mal, stell dir vor, da gibt es jemanden, der will tatsächlich die Pokémon-Liga herausfordern und Champ werden. Ja, richtig geraten. Dieser jemand ist niemand anderes als ich. Was heißt das? Ich soll mir andere Sätze einfallen lassen? Ist ja auch egal. Hey, wieso stattest du nicht der Eiseninsel einen Besuch ab? Dort solltest du noch ein bisschen trainieren, bevor du die Arena stürmst. Also beeil dich und tu es endlich, statt mir die ganze Zeit ein Ohr abzukauen. Du bist doch derjenige, der mein Ohr ab... egal, okay. Gut, wir werden direkt mal zur Eiseninsel gehen und Timos Ratschlag folgen. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen für die vor allem Stärke. Denn nur so können wir auch nach Blitzach, denn da ist ja auch noch eine Arena. Die müssen wir auch noch machen. Oder? War das nicht so? Blitzach hat auch noch eine Arena, oder? Ich glaube schon. Ich kann mich natürlich auch gerade total irren, aber eigentlich nicht. So, Fleetburg Bibliothek, ja, das wollte ich nicht tausendmal ansprechen. Ich wollte eigentlich nur hier rein. Und bekomme ich irgendwas Besonderes oder so? Bitte sei leise, okay. Kann man irgendwas Bestimmtes lesen? Irgendwas, was wir hier wissen müssen? Ich denke mal nicht, aber wir schauen trotzdem mal vorbei. Vielleicht gibt es ja hier irgendjemanden, der uns irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gibt. Irgendein Item oder so. Vielleicht gibt es ja diese Person, aber anscheinend ja nicht, ne? Anscheinend, wir gucken mal. Der Typ sieht auch nicht gerade besonders aus. Der will auch einfach nur lesen. Und diese hier, die will mir wahrscheinlich auch nichts geben. Ich kann wahrscheinlich irgendwelche coolen Sachen lesen, was für die Story ganz cool ist. Aber ja, wollen wir es wirklich lesen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ihr habt das wahrscheinlich sowieso alle schon gemacht, wenn nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht es lesen. Egal. Und zwar habt ihr das wahrscheinlich sowieso alle gemacht, wenn ihr das Spiel schon mal durchgespielt habt. Und deswegen würdet ihr das wahrscheinlich sowieso langweilig finden. Also lassen wir das einfach mal und gehen direkt zur Eiseninsel. Wobei, ich schaue mir trotzdem nochmal vorher hier diese Häuser an. Und schaue, ob ich hier noch irgendwas bekomme. Hallo, okay, Jubelstadt TV, nein. Ich möchte kein Interview halten, denn das ist nur verschwendete Zeit. Auch wenn ich das in Höhen immer mal wieder gern gemacht habe. Auch da war es sehr verschwendete Zeit. Und hier ist hier vielleicht noch irgendwas. Ich werde mal ein Seemann, wie mein Papa. Der coole alte Papa. Und sie gibt mir auch nichts. Schade, aber ich kann mich hier anscheinend aufheilen. Nee, ich dachte nur, aber weil die irgendwas von Energietanken oder so gesagt hat. Oder irgendwas mit Energie, egal. Doc von Fleetburg. Wahrscheinlich... Ah, Hilfe, wenn wir den Typen hier ansprechen, kommen wir zur Eiseninsel. Ah, ich habe gar nicht drauf geachtet, wohin ich reisen kann, aber ich denke mal, da steht eine Eiseninsel. Was anderes würde mich gerade wundern, aber ja, ich sollte nicht immer so schnell agieren und so schnell tippen. Und Alter, das ist cool gemacht, das finde ich schön. Das ist ganz cool, wie die Sachen hier aufgehen und dann man zur Eiseninsel fahren kann, schwimmen kann, fahren, ist es schon richtig, ne? Mit einem Schiff fährt man übers Meer und... Mit dem Team sollten wir trotzdem noch die Eiseninsel, glaube ich, hinbekommen, ne? Das sollte passen. Ich glaube, ich muss jetzt hier kein krasses Training machen und jetzt schon den Part beenden oder so. Ich glaube, das sollte passen. Und hier ist tatsächlich noch ein Sternstück. Ja, nice. Easy. War natürlich alles geplant. Habe ich nicht rein zufällig bekommen und kann man sich jetzt hier aufheilen? Weil irgendwo wird man sich doch hier aufheilen müssen, oder? Weil ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie so ein Rasthaus oder so, wenn es dann halt schwer wird. Oder wenn wir eben hier einige Kämpfe machen und... kurz davor sind, Pokémon zu verlieren, dass wir da zurückgehen können und heilen können. Weil das Pokémon Center ist ja nur ein Fleetbook und nicht hier. Aber okay. Und du bist Present, also ich bin Urs, ich bin ein Trainer und ja, wir haben schon einige gesagt, dass dies ein seltsamer Ort für Trainer ist. Naja, jedenfalls. Naja, auf jeden Fall. Ist es immer nett, hier bla bla bla. Hier bitteschön ein Geschenk für dich. Vor allem 4, das ist die Stärke. Die vor allem Stärke meine ich. Und das brauchen wir ja, um nach Dingen zu kommen. Nach, ihr wisst schon, Blitzach. Und das ist schon mal sehr cool. Und jetzt ist hier die Eiseninsel. Und hier müsste ja auch ein neuer Encounter sein. Also hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt hier irgendwas Cooles bekommen.
Das wäre ziemlich nice. Und wir sehen hier ein Sejong auf Level 54. Das ist doch ein schönes Level, denn dann kann ich das gleich schön eintauschen. Ich glaube, Nachtdieb solltest du tanken, selbst wenn es crittet. Passt, ein Crit hättest du nicht getankt, aber war natürlich alles so geplant. Alles safe und easy in dem ersten Hyperball drin. Und dann packen wir direkt mal das auf die Box oder lassen es auf die Box senden. Hier ist ein Gelbstück und ich sollte direkt mal einen Topschuss anwerfen, denn die Pokémon sind mir zu low. Ich will ja doch einfach nur durchgehen. Denn die ganzen Sachen sind jetzt gerade nicht so wichtig, oder? Ich glaube, eigentlich könnten wir wahrscheinlich sogar hier rausgehen, aber das ist ganz gut fürs Training, würde ich sagen. Das könnte eigentlich ganz gut sein. Dann gehen wir direkt mal da hoch oder so. Moment. Hier hoch? Ja, doch, hier können wir rumgehen, die Trainerin besiegen und danach gehen wir da hoch und holen uns dieses Item. Und irgendwas wollte ich noch ansprechen. Irgendwas habe ich da, ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas in dem Part vergessen haben und ihr wahrscheinlich schon in die Kommentare schreibt, Alter, du wolltest irgendwas erzählen. Wollte ich nicht irgendwas im letzten Part noch erzählen und hab's auf diesen Part verschoben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wisst ihr es? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Haha. Super witzig. Ja, den Witz habe ich nicht schon tausendmal mit Timo zusammengebracht. Nein, gar nicht. Der ist total neu, der Witz. Der ist richtig lustig. Haha. Present. Jedes Mal, wenn du Witze machst, muss ich mich schlapp lachen. Ja, aber eigentlich nicht, weil du lustig bist, sondern weil du blöd bist. Ja, lustig. Haha. Moment, kann das Ding... Natürlich kann das Ding Eiseskälte. Bitte geh nicht auf sowas wie Eiseskälte. Blizzard sollte okay sein. Hoffe ich zumindest. Wenn es mich nicht crittet. Es crittet mich glücklicherweise nicht. Und wir können deswegen auf Nachthieb gehen. Aber ich hatte gerade ein bisschen Angst und das sollte auf jeden Fall ausreichen. Wieso gehe ich davon aus, dass ein plus 2 Nachthieb gegen ein Valraiser ausreicht? Wieso gehe ich davon aus? Wieso? Wieso bin ich auch nicht auf Tiefschlag gegangen? Das wäre stärker gewesen. Wieso bin ich dumm? Nebenbei ist Leon gar nicht auf die Box gelandet, auf der Box gelandet, weil ja, ich hatte ja einen Slot frei. Ach man, nein, nicht schon wieder. Von wie ist das jetzt gestorben? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe nicht kurz meinen Kopf runtergepackt, weil ich einfach mich schämen wollte. Ach man, schon wieder ein Pokémon gestorben. Ja, super, toll. Ich sollte auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen stärker trainieren, denn ich habe das Gefühl, dass das Team sonst, bevor, also wenn wir die Arena jetzt machen würden, würde ich verlieren. Ich glaube schon, weil ich glaube, das Team würde jetzt super stark auseinanderfallen. Vor allem auf diesem Level. Also ich muss auf jeden Fall trainieren und ich muss jetzt auch zwei neue Pokémon mir holen. Denn sonst wird das super schwer. Ja, RIP me, ne? RIP me, das ist super. Wir haben jetzt schon 13 Tode. Die gute alte Zahl Nummer 13, die wird nie langweilig, wie die Person gerade hier gesagt hat. Ich will hier gar nicht riskieren, dass er auf Erdbeben geht, um ehrlich zu sein. Und ich aus irgendeinem Grund ihn nicht besiegen kann, weil er Robustheit hat. Deswegen wechsle ich direkt in Janina raus. Er geht sogar auf Steinkante, das hätte mich nicht gekillt. Aber trotzdem machen wir es einfach sicher. Denn wieso auch nicht, ne? Hier Surfer sollte ihn auch besiegen. Alles sicher. Voluminas, da können wir auch wieder auf Surfer gehen. Das sollte ein Tool KO sein. Oder ein One KO, weil wir Gewahlglas sind. Und ihr merkt es, ich bin schon wieder down. Super toll, weil ich blöd bin. Das ist einfach wieder meine eigene Dummheit gewesen. Ich hätte auch einfach auf Tiefschlag gehen können. Dann hätte das alles ausgereicht. Und ich weiß es doch auch nicht. Wieso mache ich sowas? Wieso mache ich sowas? Ich speed hier auch ein bisschen durch, weil die Gänge sind sonst so unnötig lang und so weiter. Dieses Hin und Her, rechts, links und so weiter und so fort. Dann speed ich da lieber ein bisschen durch. Und man kann hier sogar das Fahrrad anmachen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ist eigentlich ein Versehen gewesen, aber nehme ich gerne so an. Aber das ist doch super dumm. Ach man. Ja, egal. Das sollte passen. Das sollte, denke ich mal, schon sein werden. Weil wir werden trotzdem hoffentlich noch coole Pokémon bekommen. Und das, meine Dummheit irgendwie noch ausgleichen, das wäre ganz cool. So, dann packen wir hier nochmal einen Topschutz raus. Topschutz, go. Und dann können wir hier nochmal das Item mitnehmen. Und ich glaube, das war es dann hier auch schon. Denn viel mehr gibt es ja nicht. Und wir gehen direkt mal auf Nahkampf, weil soweit ich weiß, ja, der hat keine Robustheit. Wobei eigentlich, doch, Geowatz kann Robustheit haben. Wenn man meint, dann ist es einfach nur eine andere Fähigkeit auf dem Punkt angewiesen. Es war trotzdem ein bisschen risky. Egal, man nennt mich auch den Risking Boy oder so. Ach man, ich bin doch blöd. Ich bin doch blöd und hasse mich gerade. Aber okay, wir haben die Eiseninsel geschafft.
werden jetzt zurückschwimmen und oder fahren und werden dann im nächsten Part die Arena machen. Aber vorher muss ich natürlich erstmal mein Pokémon bisschen aufpäppeln. Aber jetzt werde ich erstmal ein Pokémon austauschen, denn wir haben ja gerade eins gefangen. Und das werde ich direkt mal benutzen, um hoffentlich irgendwas Cooles zu bekommen. Denn wir brauchen coole Pokémon, vor allem starke Pokémon jetzt gerade. Vor allem in dieser Situation. Pokémon bewegen. Wir packen jetzt erstmal ganz kurz hier Dingens runter, Absol. Nehmen das Glücksei weg und packen das Absol hier in die Box rein. Ihr merkt es, die Motivation, sie schwindet wieder. Einfach nur wegen sowas dumm. Aber es passt. Ach ja, genau, ich habe ja hier die Boxen jetzt endlich sortiert. Also ich habe alle Pokémon, die ich eben immer ausgetauscht habe, alle gelöscht sozusagen oder freigelassen. Und die Eier jetzt hier alle richtig sortiert. So sieht das alles ein bisschen besser aus, denke ich mal. Und wir haben die Box Nummer 6, die es gar nicht gibt. Also machen wir einfach mal weiter. Diesmal haben wir die Box Nummer 4. Und dann die Reihe Nummer 2. Und die Spalte Nummer 5. Und das ist der Impeldown TV. Und der Impeldown TV hat mir hoffentlich irgendwas Cooles eingesendet. Wir schauen direkt mal nach. Dann werden wir aber vorher nochmal nachschauen, was für ein Item du denn hast, Impeldown. Du hast ein Lebenorb. Okay, das sollte irgendwas Cooles sein. Schön offensiv hoffentlich. Ich freue mich hoffentlich. Also ich kann mich jetzt noch nicht freuen, aber ich hoffe, dass ich mich gleich freuen kann darüber. So. Und ein Gekarbor. Das ist sogar ziemlich cool. Ich hatte bisher noch kein Gewaldrohr in der Nuzlocke. Glaube ich zumindest. Also nehme ich das gerne. Impeldown TV. Wir nehmen dich mal vielleicht sogar ins Team. Das wäre sogar eine Möglichkeit eigentlich. Impel, wo ist das L? Da nicht noch Down war groß geschrieben, jetzt bin ich ganz täuscht. Down. Ah, Hilfe. Down. Dann wieder klein. Down T. Und, wobei, es passt gar nicht rein. Impeldown. Ja, dann nennen wir es einfach nur Impeldown. Besser als Impeldown T. Also Impeldown TV, das Impeldown, das Gekarbor. Dann schauen wir direkt mal, ob es legal ist. Beziehungsweise werde ich es wahrscheinlich wieder für den nächsten Part nachschauen, ob es legal ist. Aber es sieht mir ziemlich stark danach aus. Doch, Notdünger ist richtig, von einem Wettersturm ist richtig. Muss ich eigentlich noch nicht mal nachschauen. Ich werde es für den nächsten Part aber trotzdem sicher mal machen. Und dann würde ich sagen, was euch gefallen hat. Ihr wisst, was ihr tun könnt. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.